Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Very Unknown Facts about St. Laurentius Kirchgellersen. Ich bin am Samstag, den frühen Abend, jetzt hier in der Kirche. Es sind schon Vorbereitungen passiert für den Gottesdienst morgen. So sieht unser Altarraum gerade aus. Weiße Wände, Paramente am Altar, den Leuchter der Familie Lohmann links und dann hier das Taufbecken auf der linken Seite mit der Taufkerze und dem Taufbaum, der da an der Wand hängt, wo wir an die Taufen eines Jahres erinnern. Lesepult steht hier vorne, das Kreuz. Der Altarraum unserer Kirche sah nicht immer so aus. Und ich habe ein Foto gefunden aus der Zeit von Pastor Timm. Pastor Timm war Pastor in Kirchgellersen am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, über 30 Jahre, eine lange Zeit. Und in seiner Zeit sah der Altarraum noch so aus. Was stellt man da zuerst fest? Das Taufbecken in der Mitte ist an die Seite gerückt, was praktisch ist, beispielsweise immer dann, wenn man Leute beteiligen will im Gottesdienst. Das war damals wahrscheinlich noch nicht so ein Thema, dass mehrere Leute im Gottesdienst mitgewirkt haben, außer dem Pastor. Dann, wenn man genau hinschaut, sieht man Bilder links und rechts hinter dem Altar, im Altarraum. Da hängt jetzt nichts. Die Wände sind weiß. Die Bilder hängen jetzt an den Seitenwänden. Das sind die gleichen Bilder. Einmal da und einmal da, die früher im Altarraum hingen und man hat sie ein bisschen hervorgeholt und in Szene gesetzt. Und jetzt schaut mal ganz genau, da hängen Kränze am Altar. Sogenannte Konfirmationskränze, das ist ein Brauch, den ich auch noch nicht kannte. Früher hat man offenbar für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden einen Kranz geflochten, vermutlich zur Passionszeit. Häufig wurde, oder eigentlich in der Regel, wurde am Palmsonntag bei uns konfirmiert. Und dann kam die Karwoche, Karfreitag und Ostern, danach begann der Ernst des Lebens. Vielleicht ist das schon eine Erinnerung an die Dornenkrone, die Jesus getragen hat auf seinem Weg nach Golgatha. Und jemand hat durchgezählt, wie viele Kränze das sind und hat es verglichen mit den Kirchenbüchern und festgestellt, die Zahl der Kränze auf diesem Bild entspricht den Konfirmierten des Jahres 1896. So könnte man dieses Foto dann auf das Jahr 1896 datieren. Ja, und eine Feinheit ist auch noch interessant, nämlich die Bänke auf diesem Foto. Ja, die sind nicht so lackiert, wie sie heute bei uns erscheinen, sondern das ist so eine etwas grobe Naturholzvariante. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass die Empore links im Bildrand und rechts im Bildrand zu sehen, noch bis ganz nach vorne an den Altarraum ging. Und davon kann heute keine Rede mehr sein. Die Empore ist mal in einer Bearbeitung und Veränderung, oh, das ist ja furchtbar hier mit dem Licht, ist sie mal nach hinten versetzt worden und hat so hat man ein bisschen mehr Licht im Altarraum geschaffen. Das ist nämlich der Effekt. Ja, also man hat die Empore nach hinten versetzt, um das Fenster, das dahinter steht, frei zu machen. Eine Sache habe ich noch zu erzählen. Die weißen Wände, die waren auch nicht immer so. Es hat dann nämlich noch eine gewichtige bauliche Veränderung gegeben. Und zwar hat man in der Zeit nach dem Foto, das ich euch eben gezeigt habe, ich lege das mal hin so, man hat zeitweise die Decke ausgemalt. Schaut mal, so sieht das in der Zeit aus, in der es ausgemalt war. Und das hat Pastor Timm irgendwann veranlasst. Ich meine, dass das im Zuge des Jubiläums 1913 gewesen sei. Das habe ich, glaube ich, gelesen in der Chronik, als die Buntfenster in die Kirche kamen. Da hat man das, soweit ich weiß, ausgemalt. Und diese Malereien sind dann später, soweit ich weiß, in den 60er Jahren wieder zurückgemalt worden. Also man hat das übermalt. Wenn man jetzt da suchen würde und das abkratzen würde, würde man vermutlich finden, dass da Malereien waren. Das
legt sich nahe, wenn man sich die Fenster nochmal genau anschaut. Da sind nämlich die Bögen der Fenster auch bemalt. Durchaus so in so einem ähnlichen, also zweifarbig, ne? Und diese Bemalung hat man in den vorderen Fenstern unserer Kirche freigelegt und restauriert und in den hinteren nicht. Das wäre nochmal was, wenn wir mal irgendwie hier restauratorisch ganz viel machen würden, dann würde man auch bei den hinteren Fenstern vermutlich erfolgreich solche Bemalungen wie bei den vorderen an den Rändern freilegen können. Ja, übrigens gab es noch weitere Veränderungen früher. Also diese Malerei, das Weiß, das stammt, soweit ich weiß, aus der Zeit von Pastor Kurt Meyer. Und Kurt Meyer hat zwei große Veränderungen im Kirchraum bewirkt. Zum einen hat er die Namensschilder an den Kirchenbänken entfernen lassen. Früher gab es feste Plätze in der Kirche. Und das vertrug sich nicht mit Grundideen der Gleichberechtigung in unserer Kirche, auch schon in den 60er Jahren nicht. Er hat dafür gesorgt mit seinem Kirchenvorstand, dass die Bankreihen abkommen. Wir haben die Schilder übrigens immer noch. Wir könnten es wieder zurücksetzen, aber wir wollen es ja gar nicht. Und das andere, was er gemacht hat, ihr seht hier große weiße Wände hier links über der Tür von der Sakristei und auch rechts, da wo jetzt das Kreuz steht. Da hat man früher die Gedenktafeln für die Verstorbenen aus dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß, stehen gehabt. Und die waren natürlich sehr wuchtig und haben den Raum optisch ziemlich dominiert. Und das wirkte also 15 oder 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr stimmig. Da hat man drauf gesetzt, Kirchraum weiß zu gestalten. Und das hat manche Vorteile. Der Blick richtet sich auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist hier zu sehen in der Mitte. Das hebt sich farblich ab. Und einfarbige Wände haben noch einen Vorteil. Man kann sie wunderbar beleuchten, was wir in letzter Zeit vermehrt ausprobiert haben und was aus unserer Sicht ganz sehenswert ist, wenn wir die Kirche also beleuchten. Dann herzliche Einladung, sich das mal anzuschauen, was man mit so ein paar schlichten Wänden anstellen kann. Ja, das war's. Kleiner Blick in den Altarraum von St. Lorenz des Kirchgellersen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen schönen Tag und viel Freude an diesem YouTube-Kanal. Tschüss.